Jetzt besuchen wir mal die Tropfsteinhöhle. Tropfsteinhöhle von Erzenhausen. Jeder macht jetzt so schnell, ich komme gar nicht mehr hoch. Bisschen Wasser, hä? Ja. Nehmen wir dann noch die Schuhe, die Ohren da schon haben. Gott, was ein schmales Ding hier. Oh, alles voll mit den Schnaugeviechern. Oh. Gott, da haben die sich durchgefressen, ja. Wahnsinn. Nochmal ab zwei. Ach Gott. Sicher? Ja. Guck lieber. Ja. Da ist nichts mehr. Nehmen wir es mal ab, zwei Kilo. Ja. Guck lieber, der geht jetzt zum Laden. Welchen willst du nehmen? Da sitzt eigentlich. Da sitzt auch, wenn ich. Vielleicht doch ein bisschen alle zwei mal gucken. Ja, man geht mal rein, jetzt sind wir schon so. Genau. Also, das sind kleine Tropfsteine. Man kennt ja Druck, ne? Ah ja. Das soll das Tropfstein sein, ja? Ja, das ist der Druck, ja. Ja, na gut, aber da müssen vielleicht auch mehr sein. Normal ist sie beleuchtet, siehst du, es sind da hängen Lampen. Ja. Oh Jesus. Was ist denn das? Ein See? So ähnlich, ja. Da oben an der Deck sehe ich sie. Was dann? Tropfsteine. Da oben. Ach, das ist doch winzig. Ja gut, die wachsen ja auch nicht schnell. Warte mal, lass mich mal auf das Wasser. Gerade mal Pipe, die duckt dich gerade um die Ecke. Scheiße, ne? Du bist mir jetzt halt wie so.
Willst du es auch nach Kong noch machen? Ich bin immer noch drin. Hä? Ich bin immer noch drin. Ja. Geh vor. Ja, das sieht nicht so wasserhaltig aus. Ja. Muss ich nur die Kuchen verpassen. Sackgasse. Mit der Maus habe ich jetzt noch gar nichts gesehen. Das ist fertig. Fertig? Ja. Das ist so klein. Oder? Ja. Die wachsen ja bloß ein paar Milliliter. Also Probe kämmert. Gehst du vor? Mhm. So, jetzt gehen wir wieder raus. Also Leute, wenn ihr die Hühle besuchen wollt, Gummistiefel. Ganz wichtig. Und endlich wieder raus ans Tageslicht. Wieder dutzende Spinne, die ich habe.